Hallo und willkommen zurück zu Sons of the Forest mit Salome und Sira. Hallo. Hi. Und wir alle sind anfangen jetzt hier gerade. Genau, wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen am gucken, wie geht was. Das Coole ist, dass sie vieles so ein bisschen an dem Alten noch mit angelegt haben. Eine Schildkröte. Also es ist sehr, 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 sehr ähnlich. Und das ist halt nice. Also du kannst dich noch ganz gut an dem Alten orientieren, auch wenn es noch sehr neu ist. Ah, nicht essen! Ah, hab ich jetzt? Ich hab rohes Fleisch gegessen. Ekelt. Warum tust du das? Sieht so eklig aus, wie soll ich die gucken? Das sieht so widerlich aus. Das ist ja wieder Alter. Warum hast du denn rohes Fleisch gegessen? Ich dachte, ich hebe das damit auf. Hab ich das jetzt auch roh gefressen? Nee, ich hab's aufgehoben. Ich habe raw Fleisch. Wow. Ich hänge das mal an unser Trockengestell. Mach das. Ich will ja auch die ganze Zeit Fleisch sammeln. Da kann doch bestimmt hier das Ding. Jetzt können wir doch hier vielleicht so einen Wasserauffangbehälter machen. Ja, genau. Aber ich habe das nicht gefunden, den Bauplan dafür. Hui. Geht immer der Bauplan auf? Was ist das? B. Da tropft sogar noch das Blut runter. Guck mal. Vielleicht mal B gedrückt halten. Ja, du musst, wenn du es aufheben willst, nur kurz drücken. Wenn du gedrückt hältst, frisst du es. Okay. Hab ich gerade gesehen. Neue Anleitung verfügbar. Es sah gerade sehr eklig aus, ganz ehrlich. Aber da ist auch kein Lagerfeuer oder sowas dabei. Wie stellt die sich das denn hier vor? Pflanzengefäß, Kleintierfalle. Was war das? Pflanzengefäß klingt ja interessant. Knochenmacherfalle. Fliegenklatschenfalle. Oh, eine Fischkreuze, Sira. Ja. Anbau, Beobachtung, Baumplattform, Unterschlupf. Bett aus Stöcken. Knochenstuhl. Wandfackel. Ich speichere mal hier. Ein Stocklager. Vielleicht müssen wir das auch erst noch lernen. Ja. Möglich, ja. Also das Schnellwechseln finde ich auf jeden Fall irgendwie cool mit dem. Mit dem Rucksack, den er dann vor der Schnude hält. Ja. Modus wechseln. Und was ist das hier? Oh, ich habe da so eine Idee. Nein, nicht so. Ich habe da so eine Idee. Hm. Warte. Oh, das mit dem Licht ist so cool, ne? Der? Ja, Chrissy, habe ich, aber in meinem Inventar, Schnubbi-Mausi. Da kannst du Licht anmachen. Nein, ich meine Lampe, guck mal. Hast du eine? Ja, hier. Warum hast du eine Lampe? Sowas habe ich. Wie steckt ihr denn das Walkie-Talkie nochmal weg? Was habe ich euch gesagt? Mit Tee. Wie mache ich das Feuerzeug richtig an? Das ist lila. Es geht nur so. Guck mal, was ich gemacht habe. Ein Stein. Nein, guck mal. Doch, da ist ein Stein in der Lagerfeuer. Ach, ein Steinlagerfeuer, nice. Ja, einfach die Steine drumherum gelegt. Wo ist eigentlich Kelvin? Kann man den irgendwie rufen? Pfeifen? Was ist das? Da war gerade einer. Da ist gerade ein Eingeborener gerannt oder sowas. Nein, ein nackiger Typ. Ja, ein Eingeborener. Ein nackiger Typ. Sira, wo hast du das Trockengestell gemacht? Wo ist das? Hier. Direkt da. Hier. Hallo, nein. Kelvin. Das ist schon voll, wo du das gebaut hast. Ach so, bei B und dann auf X, dass du die andere, den anderen Modus hast und dann bei Lagerung. Das sah eher aus wie so ein Patient von irgendwas. Hast du's? Ja, Knochenlager, Stammlager. Kann ich da weiterblättern? Ja, unten, wenn du auf Lagerung klickst, kannst du weiterblättern. Wie man das so macht, weiß ich nicht. Wenn du unten auf das Lagerung klickst, dann gehst du weiter. Ich dachte, es ist der Kelvin gewesen, der sich ausgezogen hat und schlafen wollte.
Es war jetzt kann noch, ich auch rotieren. Es war ein blondhaariger Typ mit einem weißen Anzug an. Also die so ein Hemd und kurze Hose. Boah. Nee, hier ist Kelvin. Der hat wieder Stöcke gesammelt. Das war nicht Kelvin. Ja. Der legt sich jetzt hin. Gute Nacht, Kelvin. Wie mache ich nochmal das Feuerzeug? L. Ach, also für Leiter halt, wahrscheinlich. Genau, bringt halt irgendwie nicht so viel. Das bringt gar nichts. Nö. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie anmachen muss. Hi. Ja, dann Zack geben. Ach, du bist irgendwie sexy. Du kannst mir was geben. Ah, cool. Und ich sehe das sogar. Ist ja cool. Vielleicht sollten wir mal schlafen gehen. Oh ja, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Da hinten ist der Mond, ist ja nicht wunderschön. Wir sollten wirklich schlafen gehen, weil ich glaube, dass das nicht so eine gute Idee ist, die erste Nacht hier gleich draußen zu verbringen, wo wir noch nichts haben. Ich habe mal gespeichert. Habe ich auch. So, und jetzt eine gute Nacht. Wir kuscheln uns alle jetzt da rein und dann warst du schon. Oh, ganz aber schnell. Oh, Survivor, so, der erste so Tag überlebt. Durst. Oh ja, wir hab müssen noch was... Und was zu essen. Ist das denn schon? Wahrscheinlich nicht. Oh, der macht die Dose richtig auf. Nice. Ah, oh, so ein Schokoriegel hätte ich jetzt auch gern. Proteinbar, ey. Ja, und schmeißt halt einfach die Dose irgendwo hin. Und ich habe immer noch den nicht vorhandenen, das nicht vorhandene Feuerzeug. Das kann eben. Huhaa! Huhahi! Das ist wahrscheinlich noch nicht getrocknet, das weißt du, ne? Nicht essen, gesehen. Chrissy! Oh. Das war aus der See. Ich hab's nicht gegessen! Oh. Lass es doch hängen! Ich wollte doch gar nicht abheben. Ich wollte unten die Äste haben. Ich gehe mal gucken, ob ich noch irgendwas zu grillen finde. Ich bin schon dabei. Ich hab Samen gehabt, die sind jetzt irgendwie weg. Ich hätte gerne eine Angel. Das gibt es bestimmt. Das gibt es bestimmt. Ne, gab's im ersten auch nicht. Nee, aber es ist jetzt ja ein neuer Teil, ne, Schnucki? Ja. Ja. So, da ist jetzt... Oh Gott, diese Steuerung. Hi! Kannst du mal... Folge mir, hol. Was ist das denn? Baue. Was steht denn hier? Okay. Ach, das ist ein iMac. Bleib hier, mach Pause. Ich habe hier einen Höhleneingang gefunden. Cool, ja. Er hat die, Trage mir vorhin schon auch. Ach, okay. Hallo, Schildigrödis. Ich weiß nicht, ich traue mich noch nicht so ganz irgendwie in irgendeiner Höhle. Wir sind ja noch viel zu neu. Ja, ich würde, jeder, der Forest kennt, doch, weiß lass Bescheid. Lass uns doch mal da vorne den Höhleneingang angucken. Da liegen auf jeden Fall, die Eimer davor. Einmal davor und vielleicht ist das ja nur eine kleine Höhle, wo man nur schnell was sammeln kann. Am Ende ist das hier der Endboss, weißt du? Mit Sicherheit. Ja, man weiß nicht. Hallo. Nee, scheint eine richtige Höhle zu sein. Okay, wir gehen da nicht rein. Ja, wir gehen da nicht rein. Tschüss. Ich hab Angst. Die Fledermäuse. Nee, Schrock. Jetzt geh doch mal aus dem Weg da. Sag mal. Der folgt uns was, halt. Was macht der denn da? Ja, uns folgen. Irgendjemand hat in den Auftrag gegeben, Baumstämme zu sammeln. Der schmeißt mir die Baumstämme vor die Füße. Hui! Eigentlich müssten wir das GPS-Ding mal folgen, damit wir die anderen suchen, die es da auch ist. Wir müssen uns erstmal vorbereiten. Wir kennen Forest. Wenn wir planlos einfach so vorne weglaufen, ist nie eine gute Idee. Wie der einfach läuft. Ist da. Oh, da ist noch Medizin. Oh, ist da noch was? Oh, toll, hab ich auch noch nicht. Ich hätte so gerne einen Pfeil. Ich dachte auch. Beziehungsweise Bogen. Nee, schade. Oh. Au! Hä? Voll abgekriegt, ey. Ich hab Federn. Ich bin doch im Wasser, warum brenne ich denn noch?
Ich muss tiefer rein. Ich habe Fleisch. Ich habe eine Möwe gekillt. Hat voll Leben gekostet, gerade die ganze Sache. Flupp. Wie man das einfach da rausschmeißt. Das ist so geil. Mhm. Oh. Aber so bin ich echt ziemlich begeistert von dem Ganzen hier. Ja. Ja, bisher ist das echt cool. Ja, nee, die Sache mit der Tasche finde ich geil, geil geregelt. Ja, ich hätte trotzdem ganz gerne die auf 1 oder 2. Ja, vielleicht ich geht auch. Das ja noch. Neue Anleitung im Inventar verfügbar. Ach ja, weil ich die Federn wahrscheinlich habe. Oh, hier ist gegrillt. Alter. Alter, wie das klingt. Hier ist nochmal Fleisch. Hier ist nochmal Fleisch. Ja, gegrillt. Doch. Ja, ich will's nur mal erwähnen. Kann ich das jetzt auch aufhängen? Das Zeug. Oh, ich kann jetzt das kleine Fleisch auch aufhängen. Ah, super. Ah, nee, das ist kein kleines Fleisch, das ist alles groß. Konnte man nochmal Seil machen damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Mit Stoff konnte man die machen, mit jede Menge Stoff. Ah, Stoff haben wir keinen. Ich muss müssen mal wir vielleicht mal ein bisschen testen. Tiefer rein oder irgendwo hinlaufen, nein. Aber... Hm. Nein? Hm. Na, jetzt. Da ist noch ein Fleisch, Chrissy, nimm dir das mal bitte. Oh, das war schon verkohlt. Das klang nicht so gesund. Komm mal her, Chrissy. Ach nee, das war der Stock. Habe ich das Fleisch nicht gegessen? Nein. Burnt Fleisch. Ich warte. Alles gut, ich kann warten. Ich habe noch ein bisschen. Jetzt habe ich es gegessen, ich wollte es nicht. Es tut mir leid. Alles gut, noch habe ich ein bisschen. Wenn nicht, dann tue ich mir eine Möwe schlagen und Selbstmord auf dem Grill. Das Feuer brennt diesmal länger als sonst, ne? Ja, und jetzt kommt die Sonne schon wieder. Es tut mir leid, Leute. Die Sonne kommt leider gerade raus. Die brennt mir gerade ins Gesicht. Ich glaube, ihr seht das bei mir auch in der Cam gerade. Ach, das ist ein oh Gott. Es tut mir leid, die Sonne wird immer heller. Man sieht mich nicht mehr. Oh, da kommt eine Schildkröte aus dem Wasser. Oder eher ins Wasser. Stopp. Stopp. Nicht weggehen. Hier geblieben. Oh, Alter. Oh, ob es auch wieder Krokodile gibt? Atomare Verstrahlung hier bei mir in der Cam. Man kann sagen, was? Sie ist auch mit dabei, oder was? Ja. Schick mich doch hier nicht so. Mädchen. Bisch des Wahnsinns. Tut mir leid, ich mag die Sonne aktuell, weil sie nicht ganz so heiß und nicht ganz so kalt ist. Aber ich sag ja, man sieht mich gerade überhaupt nicht mehr. Die Blätter dabei fliegen, sieht so lustig aus. Hüp! Wollen wir wenigstens ein Stückchen weiter reingehen oder auch noch nicht? Ich bin gerade... Ich muss mal eben... Eine Sekunde. Ganz kurz. Ich muss mal eben den Vorhang zumachen. Man sieht mich nichts mehr und ich sehe auch gleich nichts mehr. Wisst ihr noch, wie man damals, aus was man Seil gemacht hat? Aus Stoff. Ja, hab ich auch gerade gefragt. Ich glaube, Stoff, wir müssen da wirklich mal dem GPS folgen, weil ich glaube, hier werden wir sowas nicht finden. Nee, definitiv nicht. Für einen Bogen, weißt du? Ja. Mhm. Ja, nach dem Bogen habe ich auch schon versucht, ja. Außerdem müssen wir was zu trinken finden, weil wir haben ja immer noch keine Trinkstation. Ne? Nee. So. Mir ist auch nicht gerade besser. Ich muss mal eben, warte. Ich muss mal eben die Cam ein bisschen dunkler stellen. Wie lange braucht das Fleisch denn, bis es... Ich habe keine Ahnung, wie lange das braucht. Es ist schon getrocknet. Ich esse mal eins. Raw, nee. Ich glaube nicht. Raw Fleisch. Oh, meine Kopfhörer sind noch an. Deine Kopfhörer. So, jetzt sieht man mich wieder. Die haben noch geleuchtet. Ach so. Das meinte ich damit.
Am besten mit Speer bewaffnen und dann rein in den Wald zu gehen. Aber vorher hau ich mir noch mal ein Stück Fleisch auf den Grill. Ja, ich nehme mir auch noch mal was mit. Wir gehen mal erstmal noch mal ein paar Vögelchen killen. Jetzt hast du das rohe Fleisch gegessen, oder? Nein. Ich hab's voll gebraten. Gebraten. So, ich hab mir auch noch mal was auf den Grill. Ja, wir können sie ja vom Trockenständer nehmen, die Stücke sonst zur Not. Können ja nachher nochmal neu machen. Oh, kann man denn wieder so ein Markierungsdingensbummens machen? Ich glaube, die sind bestimmt, das ist hier bestimmt schon markiert. Oder? Wenn da eine Hütte ist? Ach nee, das ist ein Wandfach. Hier ist ein Fleisch fertig. Ich nehme das mal ab, nicht, dass es. Ja. Verkohlt wird. Geh ich mal raus. Mal ein bisschen das Fleisch auf. Ich geb's dir gleich. Hm? Ich wollte nur nicht, dass das verbrennt. Oder du nimmst dir jetzt hier gleich eins weg von meinem. Ja, nicht da reinlaufen. Also wir haben 3 Punkte, zu denen wir gehen können. Wie cool, dass das so realistisch ist, dass das wirklich ein bisschen dauert. Aber ich hätte gern so einen Balken, der zeigt, wie lange das gerade noch braucht. Und nicht, dass du... Oh, jetzt nimm dir eins weg. Ja, ich muss auf die andere Seite. Da, hallo, wir haben hier Leute. Hä? Wir haben Besuch. Was? Wir haben Besuch. Die klauen die Baumstämme. Das gehört uns. Kann man gleich auf den Grill schmeißen, komm. Oh, bitte, sag mir, dass das geht. Gleich auf den Grill schmeißen. What? Ob die es friedlich gewesen wären, wenn wir nicht angegriffen hätten? Ja. Oh ja, guck, sie brennen. Das ist so The Forest, ne? Es ist so The Forest. Jetzt geh weg, du Blöder. Aber ich sag ja, selbst wenn sie friedlich geblieben wären, wenn wir sie angegriffen hätten, ja früher oder später, kommen wir eh nicht drum rum. Nee. Alter, wie das aussieht. Alter, guck mal. Boah, Alter, das sieht man richtig, wie das wegbrennt. Krass. Alter, wie abgefahren ist das denn gemacht? Nice. Das ist eklig. Das geht man doch über. Ja. Oh, jetzt habe ich die Knochen. Oh, ist das cool. Sorry, ich finde das irgendwie voll cool. Nice. Ich habe jetzt Knochenhände einstecken. Theoretisch gesehen. Wo habe ich denn jetzt die Knochen? Da hinten sind die Knochen. Cool. Ah, da. Ja, und ein Schädel. Und was ist das? Ein Schild. Ach, da ist der Schildkrötenpanzer. Ja, wir müssen nur wissen jetzt, wie man Wollen wir eigentlich Calvin mitnehmen, damit er nicht allein hier durch die Gegend rennt? Ja. Ich geh ihn mal holen. Ja, bitte. Folge mir. Ich nehme mal Fleisch hier und tu's mal auf den Grill nochmal schmeißen. Komm mit, Calvin. Ja, ich habe nämlich leider nichts mehr zu trinken. Wir müssen halt echt loslegen. Ja. So, dann komm mal ran da, ihr Süßen. Ja, die wartet noch auf ihr Futter hier. Ach so. Weil das hier unten ist unser Zuhause. Aber das Shelter, das wird als Tor oder was das auch ist, angezeigt, oder? Nee, ich glaube, das ist die Höhle. Aber das können wir uns ja ganz gut merken. Wir sind hier direkt an der Ecke. Wie war der Hotkey für das GPS? M. Ist halt Map. Ah, okay. Kannst du dadurch ganz gut merken. Das ist unsere Map. Map. Wie sie da steht, guck mal. Ja. In der einen Hand den Speer, ganz hinten voll die Verrenkung und in der anderen Hand das GPS. Ich würde sagen, wir nehmen den, der erstmal hier in der Richtung ist, oder? Was? Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, welcher näher ist. Ich würde einfach sagen, wir nehmen den... Gehen einfach erstmal in den Wald rein und gucken, welcher davon am ehesten dann... Und welche Gefahren da lauern. Sollen wir vielleicht vorher mal speichern? Oh ja. Ja. Ja, bevor das wir fortgehen. Wäre eine gute Idee, glaube ich. Hier sind Bären. Oh Gott. Bären. Blaue. Ich teste mal. Ein Blaubär. So, gespeichert habe ich. Alle. Platsch. Chrissy, du bitte auch mal speichern. Moment. Sonst ist, wenn dir was passiert, alles weg. Blaue Bären sind okay. Und so fahren, immer schön raufhauen, das gibt Blätter. Ja, habe ich jede Menge. 300 noch was, glaube ich. Oh, Bären. Ja, blaue sind okay. Ja, ich finde sie kaum was.
Klingt, als wäre irgendwo Wasser. Ja. Ja. Wieder, hä? Ja, bei mir auch immer wieder. Keine Ahnung warum. Das ist wahrscheinlich das einfach nur noch ein Soundbug wahrscheinlich. Die Richtung da, hier. Hier, da ist ein Spinnennetz. Ja, die hat man ja im ersten und im Original auch schon. Oh Gott, wo seid ihr denn die alle da? Spinnennetze hier, die fetten. Okay. Ich glaube, der in der Mitte ist. Hier ist. Kommt mal hierher. Oh, ich sehe da oben so ein grünes Böppelchen. Genau. Ich glaube, wir sollten mal dahin, ne? Glaub nicht. Wir sind doch harte Männer. Wir schaffen das hoch. Hier, die Richtung. Hi. Hi. Denkt an Kelvin. Der muss mitkommen. Ach, der schafft das schon. Hier ist irgendjemand. Ja, ich hau hier drauf rum. Gott, erschreckt mich doch nicht so, Mädel. Einfach die. Wir starten The Sons of Forest direkt die Paranoia da, weißt du? Ja. Ja, guck, ich bin bei Kelvin. Was war das jetzt? Ich glaube, hier ist ein Hase vorbeigehoppelt. Ja, ich glaube auch. Ein Eichhörnchen oder irgendwas. Irgendwas ist hier vorbeigerannt. Was ist das denn? Ein Schock. Fragezeichen? Ja, Heidelbeere habe ich hier vor der Nase weggesammelt. Ich habe mir gerade einen in den Mund geschnipst. Nom 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 nom. Wie das aussieht. Oh, noch mehr. Oh, Aloe Vera. Aufsammeln. Ja, hab ich. Ja, ich doof und lass Aloe Vera zurück. Ich hab gerade gegessen bei mir. Aloe Vera collected. Bei mir stand collected. Ja, du darfst nicht gedrückt halten, sondern darfst du kurz drücken. Hast du nicht getan. Doch, ich hab sie gegessen. Oh, was ist das denn? Ach, ein Stein. Oh, Faszination, ein Stein. Es sah vom Weiten nicht wie ein Stein aus. Das tut mir leid. Ich habe vorhin auch gedacht, das wäre ein Vogelnest oder so. Okay. Oh, ich höre Wasserfall. Ah, da, guck mal. Oh, Eichhörnchen. Ich habe auch versucht, es zu killen, aber es war leider zu schnell für mich. Kann mal einer das Messer an? Ich kenne gerade nicht. Oh, ich habe es erwischt. Ich auch. Tut mir leid, Eichhörnchen. Der Wasserfall ist sehr unangenehm. Tut mir leid, kleines Eichhörnchen. Kommt mal bitte jemand her. Fürs Team. Was willst du denn? Ich kann das hier nicht dingsen irgendwie. Was kannst du nicht dingsen? Das ist ein Eichhörnchen. Ich auch nicht. Aua! Hör auf, mich anzupinken. Haben wir Friendly Fire an? Da ist ein Eichhörnchen davon. Aua. Du hast mir wehgetan. Dann liegt ein Totenkopf. Ja, dann müssen wir das mal ausstellen, das Friendly Fire. Schädel. Ich habe einen Totenschädel aufgehoben. Ja. Lass mal den Vogel ziehen. Kannst du das Friendly Fire mal ausstellen? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Gameplay, Sprache, Gebäude, Struktur, kopflos, Sichtfeld. Da oben ist eine Freundin. Lass sie erst mal. Ist gerade sehr dunkel. Oh, das ist ein Dorf. Nicht gut. Solange sie nichts macht, lass mal. Der Moment steht hier nur rum und schüttelt irgendwas. Da hinter uns sind welche. Ja, Achtung. Mach mal erstmal nix. Ich sehe euch. Wie kehrt denn wie Affen den Baum hoch? Achtung! Nichts machen. Einfach mal gucken. Au! Ah, jetzt greifen sie an. Ja. Entschuldigung. Auf die Fresse. Da liegt er. Hinter dir. Au. Oh, ich bin tot. Was? Ich bin tot. Nein, bist du nicht. Jetzt nicht mehr. Ich bin tot. Einfach nicht gedrückt halten. Danke. Und jetzt ist es natürlich sehr unpraktisch, wenn du erst deinen Rucksack wieder öffnen musst. Diese nackten Brandärsche hier. Au. Oh, ich bin schon wieder tot.
Ich war gerade dabei, mich zu heilen. Wir brauchen dringend ein Lagerfeuer. Wir brauchen... Jetzt bin ich tot. What the fuck? Hol sie mal zurück. Ich bin ganz tot. Oh. Au! Ich bin auch schon wieder tot. Oh, ich glaube, ihr sollt wieder fallen. Oh. Ich auch. Sind wir jetzt alle drei tot? Ich bin hier im Dorf gerade. Okay. Kannst du mal zu mir rüberkommen und mich wieder hochholen? Ich wurde mitgenommen. Oh. Soll ich respawnen oder was soll ich machen? Nein, ich komme zu euch. Supi. Ja, wenn du gerade ins Dorf mitgenommen wurdest, das gehört nicht vielleicht zur Story. Ja, in das Dorf nebenan. Ja. Nicht in unser Dorf, das heißt nicht Dorf, das ist ein Unterschlupf. Nein, ich meine auch nicht zurück. Ich meine, dass das so gewollt ist, dass sie uns mitnehmen. Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Dann hätten sie uns beide ja nun auch mitgenommen, oder nicht? Dankeschön. Das waren die, die ihr getötet habt. So. Macht mal Feuer, dann. Kevin, ja, warte. Kevin. Wo ist der denn? Kevin. Hier. Kevin. Kevin. Nee, Kevin. Baue Feuer. Ich gehe mal ins Dorf zurück, weil da wurde ich jetzt hingeschickt. Ich bleib mal hier bei den Leichen und wenn Kevin das Feuer gebaut hat, dann hole ich die mal da drauf. Jupp. Ja. Weil ich hab hier einen Ausrufe zu. Ja. Yeah. Ein Fleischstuhl oder sowas. Ja, eklig. Ich bin durstig. Toll, ich habe aber nichts. Kommt noch mal jemand hier? Ja, lecker. Hier ist ein Schweinetrog. Ja, guck mal hier. Ach. Oh, geil. Guck mal. Ah, ist der bequem und so schön weich. Ja. Ah, es ist eklig. Geil. Hier ist ein Rucksack. Ja. Ein Rucksack? Hier irgendwo war noch ein anderer. Was ist das denn? Hier ist ein Motor. Ich hab ne Plane. Oh, ich habe ein Seil. Ah, ich wurde getötet. Hä? Was? Du, Wo bist du? Weiß ich nicht. Ah, die wird wahrscheinlich auch jetzt hergebracht werden. Nein, ich bin im Nichts. Ja, du, dein Namensbubbel hängt bei mir irgendwo in der Luft. Ich respawn mal. Ich kann es ja nicht ändern. Ich habe Stoff gefunden. Ich auch. Okay, ja, mein Inventar ist jetzt weg, ne? Dann hau ich das Spiel gegen die Wand und es wird nie gespielt. Wo bin die ich? Die haben hier eine Fledermaus aufgespießt. Sira? Ich fliege in der Luft. Ja? Sira, komm mal her. Ich kann nichts tun, ich fliege in der Luft. Was bist du denn? Hallo? Ja? Ja, was soll ich denn tun? Ich bin am Arsch der Welt und ich fliege in der Luft. Da hinten steht einer. Ich kann nichts drücken, ich kann nichts machen. Da hinter dir. Ach, ist ein Motor. Der kann auch gerade nicht viel tun. Der sieht sehr groß aus. Okay, ich bin hinüber. Der ist echt hart. Der tritt nach mir. Oh Gott, ich glaube, hinter mir ist auch noch was. Jetzt schlägt er dreimal. Ja, toll. Alter, der hat mir über die Hälfte vom Leben abgezogen mit einem Schlag. Soll ich mal respawnen, lieber? Geh respawnen, ja. Ich glaube, ich lasse mich auch einfach umbringen. Ich nehme gerade irgendwie auf. Ich weiß nicht was, ich weiß nicht warum, aber ich krieg's auch nicht wieder weg. Okay. Oh, ich glaube, er ist tot. Und ich bin schon wieder im Dorf wach geworden. Ja, na, toll. Er ist tot. Ich will den Motor haben. Ja, und trage mir Kopf. Keine Ahnung, wovon ihr redet, ehrlich. Ja, trage mir Kopf nicht rein. Ja, doch, komm ich. Ladebildschirm. Okay. Ich sehe gerade keinen von euch. Doch, da hinten. Ich bin auch nicht da. Ich bin rausgegangen. Und ich nehme gerade seit einer Minute irgendwie auf, aber ich kann meine Maus nicht sehen. Kann es nicht beenden. Oh. Jetzt mach ich nur.
hat kaum noch Leben. Wir sollten so schnell wie möglich hier uns verpuschern. Ja, wäre ich auch für. Ich würde gerne die Knochen da aufsammeln. Oder könnt ihr das mal machen? Knochen? Hast du? Ach so, vom Lagerfeuer, ne? Ja, ich habe da bestimmt 5 Leichen draufgeschmissen und dann war ich auf einmal tot. Und ich kann nicht mehr rein. Mein Ladebildschirm ist unendlich. Wir sollten dann vielleicht mal neu starten danach. Ich würde ganz gerne hier erstmal hochkommen. Ich würde gerne erstmal speichern. Aber ich komme nicht wieder rein. Die Aufnahme läuft schon seit 2 Minuten, was auch immer das für eine Scheiße ist. Was für eine Aufnahme? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich habe einfach mal meine Hand über die Tastatur gerutscht, um jeden einzelnen Knopf zu drücken, damit gerade irgendwas passiert. Und dabei habe ich, glaube ich, irgendwas aufgenommen. Ich weiß nicht, wie ich hier. Da. Hier liegen leider keine Knochen mehr. Die sind scheinbar despawned. Ja, ganz au. Toll. Au, ich bin tot. Ich hasse das Kampfsystem nach wie vor. Ich lasse mich respawnen. Tschüss. Ja, pass auf, dass du wahrscheinlich im Dorf landen. Ja, weiß ich nicht, wo ich landen werde. Also ich bin jetzt im Dorf jedes Mal gelandet. Oh ja, ich auch. hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ja, du musst dich freischneiden. Wie? Mit dem Messer. Ach nee. Auf E. Ach so, ja, danke. E. Bitte. Oh je, hinten sind schon wieder Viecher. Ja. Wird das jetzt hier so eine Endlosschleife? Ich glaub ja. Sterben, wach werden, sterben, wach werden, sterben, wach werden. Wie sieht mein Inventar aus? Habt ihr das Inventar noch? Du musst deinen Rucksack zurückholen. Och, willst du mich verarschen? Ich will solche Spiele nicht spielen. Du musst deinen Rucksack zurückholen. Was passiert, wenn ich jetzt wieder sterbe? Das war bei Forest aber immer so. Nein. Doch. Wenn ich gestorben bin, dann so war doch ja, du musstest zu deiner Leiche laufen. Mhm. Wenn ich wüsste, wo sie ist. Ich sehe sie nämlich nicht. Das wurde eigentlich angezeigt immer. Ich habe keine Leiche, die mir angezeigt wird. Ich habe nur so ein Fragezeichen. Nein, gar nicht. Kein Fragezeichen, so ein Ausrufezeichen da hinten. Auch nicht. Guck mal auf der Map oder unten rechts auf dem Kompass. Blöd ist da was. Nein. Ja. Dann ist das vielleicht erstmal ein Let's Test, bis das nächste Update kommt. Ach, das ist mein Rucksack. Ich habe meinen Rucksack wieder gefunden. Na gut. Der lag da, der wurde bei mir jetzt durch so ein Ausrufezeichen markiert. Hm. Ich sehe dich und das war's. Weil ich diesen Respawn hier am Pfahl hatte die ganze vielleicht Zeit. Vielleicht, weil du schon mehrfach verreckt bist, ja, ohne das wieder aufgesammelt zu haben. Ja, und das glaube ich nämlich auch. Aber mein Zeug ist doch noch da. Dann hast du ihn vielleicht aufgesammelt, ohne das Knall. Also, dass man das vielleicht so im Vorbeilaufen, weil da irgendwie, oh, da kann ich sammeln, zack, nehme ich mal, oh, das war mein Rucksack. Ja. Nur ohne das, oh, das war mein Rucksack, sondern einfach nur sammeln. Bist du jetzt eigentlich wieder da oder hast du immer noch Ladebildschirm? Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. Muss ich dich vielleicht eher einladen? Nee, ich bin wieder da, aber ich bin wieder bei unserer Base. Toll. Oh, okay. Sollte man vielleicht jetzt auch wieder gehen? Nee, ich will meine Sachen gerne wieder haben. Hab ich, okay. Da oben aber ist gerade irgendwas, irgendein Viech gelaufen. Kelvin ist auch nicht da. Kelvin ist auch weg. Der ist bestimmt auch tot. Ja, der sollte mir ja folgen, aber ich bin ja gestorben. Und dann er ist dir in den Tod gefolgt, ja. Jetzt habe ich weiße Hände. Mal sehen, was für ein Charakter ich jetzt bin. Schade, ich hätte echt mir gewünscht, dass man das selber sich aussuchen kann. Dass sie wenigstens das verbessert haben. Ach, oh nein, da kommt schon wieder. Ich bin sowieso mit einem Schlag wieder hinüber, weil ich kein Leben habe. Ich eile. Guck mal, wer da oben kommt. Kelvin. Hallo. Er hat den Weg zu uns gefunden. Es ist echt verwirrend, dass euch nur die Anfangsbuchstaben angezeigt werden, ne? Ja.
Weil du zwei S hast. Ja. Was für ein Charakter bin ich? Du bist jetzt auch der alte Mann. Oh ah. Nein. Ihr seid Zwillinge. So siehst du aus, Hira. Ah, okay. So, ja, und jetzt? Ich bin zurück zu unserem Lager, immer noch. Ich will Stoff. Ja, hier, überall. Boah, du hast das Zelt kaputt gehauen. Wir bekommen wieder Besuch, überall. Deswegen. Und wo ist überall Stoff? Ich sehe nämlich gar nicht. Also ich habe hier ziemlich viel gefunden. Ja, das hast du wahrscheinlich alles weggesammelt. Dann ist hier nämlich nicht mehr viel. Oh, da ist noch ein Seil. Hier ist ein Seil, guck mal. Hier. Habe ich schon gesagt. Ach da. Achtung, da kommt einer. Ich dachte. Du Sack. Okay, der ist tot. Kann jetzt gehen. Ich hab auch so diesen weißen Typen hier niedergemacht. Was für einen weißen Typen? Ja, der da lag. Der da festgebunden war. Ach so. Da. Könnten wir jetzt bitte gehen? Ich will noch die Knochen mitnehmen. Da sind doch keine. Ja doch, ich habe eine Leiche auf dem Grill. Die brutzelt gerade einen frischen. Ah. Hier liegen die ganzen Knochen. Oh. Komm mal her, ich kann nicht mehr aufsammeln. Ja, ich komme. Komm mal zu Misch. Oh, das sind die runtergekühlt. Oh, ich kann keine, ich kann auch keine mehr sammeln. Du auch nicht. Doch ein Ja, Schädel, nein. Warte mal. Das war's jetzt. Ach, gib doch mal an Kelvin was. Kann ich denn? Was ist das für Plane? Mach mal Licht an, ich sehe nichts mehr. Ich habe mir eine Rüstung gemacht. Ja, ich versuch's auch gerade, aber ich finde den Stoff nicht mehr. Ich habe das Rüstungsteil verloren. Ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe. Da. Seile? Das ist Plane? Wo liegen denn die Stofffetzen? Wieso? Ja, dann heil mal. Pass mal auf uns auf. Ja, das ist leicht gesagt hier in dem Spiel. Ja. Es sind mehrere. Oh ja, hier auch schon. Ja. Niedrige Gesundheit, finde Medizin. Ja, ich finde es das toll, dass sie jetzt auf mich zukommt. Wo bist du denn? Zira? Ich stehe irgendwo neben dir. Bleib mal stehen. Oh, danke. So, wo sind die Stofffetzen, Sira? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Stofffetzen auch nicht gefunden. Boah, riecht nicht die Sonne draußen gerade auf, ne? Kommt immer dann, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Das ist die Plan. Ups. Da ist auch nichts. Unten links! Unten wenn du gerade guckst. Ach, das oder. Ich sehe weniger, als mir lieb ist. Aber aus dem Stoff machst du kein Seil. Ich will ja auch kein Seil machen. Aus dem Stoff macht man aber kein Seil. Wie macht man ein Seil? Doch aus einer ganzen Menge Stoff eigentlich. Brauchst mehr als einen Stoff. Ja, ich habe alles, was ich hatte. Ich brauche was zu trinken. Keule, Steinpfeiler. Ja, halt mal aus der Bach zu saufen. Aus der Bach zu saufen? Ja. Kann ich nicht. Lederbeutel. Ach so, ich kann die Lederbeutel öffnen. Ach, da ist Zeug drin. Wo? In dem, ich habe gerade einen Lederbeutel geöffnet. Da ist Zeug drin. Ihhh. Ih, der Lederbeutel hat Ohren. Ih, das ist ein Fleischbeutel. Ist das eklig. Da ist der Typ mit den weißen Klamotten an. Der kommt gerade hier hochgerannt. Hä? Ich seh leider gar nichts. Es ist stockfinster. Hier. Ja. Oh, Das ist ein Mädel. Das ist das Mädel aus der Preview da. Aus dem Dingens.
Hallo. Ich mach aber jetzt gerade gar nichts. Lass mal. Er hat drei Beine. Muschi Klaus. Oh. Die Tochter wahrscheinlich. Achtung. Ich sehe leider so gerade so gut wie nichts, weil die Sonne hier so derbe durch den Vorhang brettert trotzdem. Lass uns mal langsam zum Lager zurück, dass wir wenigstens mal speichern können. Ja, bitte. Ja, ich Knochen können Gesundheit. Wir eh nicht mitnehmen. Oh, da unten ist einer gelaufen. Du hast kaum noch Gesundheit, sagst du? Nein! Du hast Chrissy getötet. Nein, ich war der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich Edith. Du hast Chrissy getötet! Ich wollte eigentlich eh drücken. Hä, warum drückst du denn da die Maustaste, wenn du eh drücken willst? Lass uns mal, ist sie jetzt da drüben? Ja, dann lass uns mal schnell runter zum Dorf. Zum Dorf, sag ich schon. Zum Dorf. Zu unserem Hütchen. Da oh, ich hasse die Sonne gerade so sehr. Komm. Ja, ich muss mich erstmal orientieren und muss dich finden. Und ich sehe kaum was, weil diese behinderte Sonne gerade durch den Vorhang knallt. Wie so. Dann steh kurz auf und mach deine Rollos runter. Jetzt geht die Sonne wieder weg. Ich hasse sie so sehr. Einfach dem Bass folgen, genau, dem Bach folgen. Ich folge einfach deinem Namen. Der ist so hell, den sehe ich zumindest. Ja, und Chrissy ist jetzt alleine da oben, oder was? Nein, ich bin bei euch angegriffen. Oh, aber ihr lauft ja alle weg. Ja, dann sag doch, dass du angegriffen wirst. Ich wurde jetzt fast nämlich angegriffen. Ich kann... Jetzt, Kind, lauf doch mal. Ich sehe mal absolut null. Ich auch. Das Einzige, was ich sehe, ist ein D, ein grünes und ja. Ich habe kaum noch Energie. Ich dachte gerade, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich aber, komm. Warum ich ständig im Dorfwach werde, gefesselt, weiß ich auch nicht. Ja, weil die dich wahrscheinlich ständig dahin schleppen. Weil du wahrscheinlich Timmy bist. Ich glaube nicht, dass Timmy schon ein alter Mann ist und Timmy war auch nicht dunkelhäutig. Ja, das sind Kannibalen, die werden alle ihre Opfer da reinschleppen. Ja, aber weil sie es bei uns nicht getan haben, sondern nur bei ihr. Naja, wenn ich Respawn drücke, dann komme ich da auch in. Ich war auch schon am Pfahl festgebunden. Ich nicht, ich war in der Luft. Ja, weil es bei dir wahrscheinlich verbuggt gewesen ist. Ja. So, zu Hause. Jesse. 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 Wir sollten uns vielleicht doch ein Haus bauen. Ja, erstmal gehen wir jetzt schlafen, meine Liebe. Erstmal speichere ich. Ja, speichern, dringend. Oh, schlafen. Schlafen. Du darfst dich nicht wegdrehen, du musst da drauf gucken. Ah, ich sehe endlich was. Ah, endlich. Und wir sind bei 43 Minuten. Ja, und haben Durst und Hunger. Ja. Und wie? Und ja. Ich habe übrigens auch nichts mehr zu trinken. Ich auch nicht. Und ich habe Gammelfleisch einstecken. Nee, eine Auster. Ich habe eine Auster. Okay, aber ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao. Tschüss. Ciao.